Ich bin die Noemi und interviewe die Dozenten. Ich bin die Johanna und zeige euch das Haus. Ich bin die Köchin und ich filme das Ganze hier. Also hier findet das Sprayen statt. Das Sprayen hier die Leinwände sozusagen. I'm diving underwater since you left me in the dirt. Still trying to be honest, sometimes that shit just don't work. Cause anxiety gets the best of me when I'm trying to sleep. Das war's mit dem Haus, ich gebe jetzt weiter an die Noemi. Tschüss. If I ain't someone no more, tell me am I good enough for this life that I'm living? Start to feel like I'm seeing double vision. So I don't wanna be alone. Arme, Slowcan. Und jetzt wieder Arme, Slowcan. Okay, und jetzt von hier aus. Von hier aus gehen wir. Rechts, links und zurück. Rechts, links und zurück. I don't wanna be alone. Also mein Name ist Dana, aber man nennt mich auch Shake. Oh, ja. Ich bin Lars, mein Künstlername ist Crack, C-R-A-K. Genau, ich bin 25 Jahre. Okay, und du? Ich bin 29 Jahre alt. Okay, also wie lange tanzt ihr schon? Ich tanze seit 14 Jahren, habe angefangen, als ich so ungefähr 17 war, 16, 17. Okay, du? Wie lange machst du schon Graffiti? Tanzen tue ich sogar auch, aber nicht so aktiv, nicht so im Training. Sprühen oder Graffiti mache ich seit 10 Jahren. Okay. Wie heißt du? Mein Name ist Sami Antonio und ich bin 18 Jahre alt. Okay, Künstlername? Nein. Okay. Wie lange tanzt du jetzt schon? Ich tanze jetzt ungefähr 3,5 Jahre. Freestyle und Choreo und ja. Okay, wie lange machst du das schon mit Kindern? Also wie lange zeigst du denen das und bringst denen das bei? Jetzt genau mache ich das jetzt 4 Jahre, genau, mit Kindern zu arbeiten. Mache viel mit Shows, wo es auch um Theater, also mit Schauspielen und Singen auch zu tun hat. Und dann bringe ich auch noch das Tanzen und ja, begleite die halt auch. Okay. Hast du schon mal an der Meisterschaft teilgenommen und wenn ja, hast du schon mal was gewonnen? Ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Da habe ich auch in der Deutschen Meisterschaft mitgemacht. Da habe ich auch gewonnen, den ersten Platz. Habe auch bei Battles, so in der Underground-Szene, Freestyle, habe ich auch schon 3 Wettbewerbe gewonnen. Und auch als Show habe ich auch in Gruppen, ich habe auch eine Crew, wo wir auch auftreten und da haben wir auch gewonnen. Also so hat es eigentlich bei mir angefangen, dass ich mit einer Gruppe getanzt habe und dann haben wir den ersten Preis gemacht und seitdem tanze ich. Okay, hast du noch andere Hobbys außer Tanzen? Ja, Skateboard, Basketball, Fußball. Wie lange arbeitest du schon im Q1 oder bringst das Kindern den Kursen bei? Das mache ich schon seit 2 Jahren. Und ja, da gebe ich immer die Kurse immer am Montags und Mittwochs von 4 bis 6. Okay. Was ist dein größter Traum? Mein größter Traum ist es. Filmstar. Nein, mein größter Traum ist es. Ich habe keinen großen Traum eigentlich. Also ich lebe gerade schon meinen Traum. Also von daher. Also ich bin in, so gesehen in dem Traum. Okay. Es ist in Wirklichkeit. Da kannst du noch jemanden grüßen. Ja, ich grüße Mama, Papa, hier in Afrika. Und was ist das? War das okay? War das okay? Ja. Ja, das war okay. Okay, dann auf Wiedersehen. Dankeschön. Hallo. Alles klar? Ja. Super. Also, wir brauchen einmal deinen Namen und wie alt bist du? Okay, ich heiße Asis Karaisik, ich bin 19 Jahre alt und bin Praktikant hier im Q1. Okay, wie lange arbeitest du hier schon im Q1? Boah, seit knapp 3,5 Wochen. Und warum arbeitest du hier? Also, was war dein Ziel, warum du hier arbeitest?
Ich habe früher viel mit Kindern gearbeitet, habe auch Ausbildung als Erzieher versucht, aber dann wollte ich irgendwie nicht mehr. Und dann wollte ich halt in die Szene so mit Jugendlichen arbeiten, so, weil ich denke, dass sie mich schon ganz gut verstehen, die Jugendlichen, mich auch als Vorbild sehen irgendwo. Und deswegen dachte ich mir, wo kann es besser sein als in einem Jugendzentrum. Und da ich früher oft hingekommen als Kind, dachte ich mir, komm, machst du dein Praktikum. Und ja, läuft gut bis jetzt. Wie heißt eure Gruppe? Wir sind die Summer Player. Mit welchen Themen habt ihr euch beschäftigt? Mit Computerspielen im Sommer. Was hat euch am meisten Spaß gemacht? Also mir das, hat das Hip-Hop ja, das gefallen. Hip-Hop. Ja, das Tanzen. Ja. Aber auch das Graffiti. Also mir hat das Tanzen gefallen. Hip-Hop, Graffiti. Also ich fand das Graffiti richtig cool. Also mir hat beides sehr gefallen. Was am meisten, wenn ihr nur eins wählen dürft? Graffiti. Ja. Hip-Hop. Hip-Hop. Breakdance. Hab ich schon gesagt, Hip-Hop. So, wie heißt ihr einzeln? Ich heiße nur Emi. Hallo, so. Ich heiße Max. Julius. Wie alt seid ihr? 12. 13. 12. 13. Also, ich bin Markus. Bin hier bei dir in deiner Gruppe, also Sommer X. Und, bin hier der Scherzbord und. Tja, ich habe jetzt zwei Witze. Also, was sagt eine Spaghetti zu einem Wollknäuel? Hast du dich eingefädelt? Und das war's schon. Und grüße meinen Eltern. Bye! Wie heißt du? Noemi. Wie alt bist du? 12. Du lachst. Warum kannst du so gut zeichnen? Das liegt in der Familie. Meine Mutter kann auch so gut zeichnen. Cool, Ende. Tschüss! Ciao! Wie heißt eure Gruppe? Hotel. Mit welchem Thema habt ihr euch beschäftigt? Ja. Tanzen, Musik? Ja, ich würde sagen Fortnite, ne? Ja. Fortnite, ja. Okay, hat es Spaß gemacht? Ja, ja, ja. Ihr würdet, also wir sind auch voll gut so zusammengewachsen und so. Oh, okay. Also, wir heißen halt Outsider. Also, ich bin Arvid. Ich bin 12 Jahre alt. Ich bin Konstantin und bin 13 Jahre alt. Ich bin Kaspar und 11. Ich bin Luis und 12. Ich bin Noah und bin fast 12. Ich bin Noah und bin fast 12. Einmal ganz geschafft, genau. Mega, mich. Noah, grüß meine Mutter und meinen Hund. Du bist? Ich grüße auch meine Mutter und meinen Hund. Bye. Ich mein Vater und meine Mutter. Tschö. Ich grüße meine Mutter, meine Schwester und Prinz. Also, ich grüße meine Familie und mein Team. Du bist ganz schön süß. Ja. Hallo, welche Gruppe seid ihr? Wir sind die Summer X. Okay, mit welchen Themen habt ihr euch befasst? Ja. Also, wir haben eigentlich beides. Wie heißt das? Wir haben ehrlich gesagt, was mit Computerspielen und Firma und von Xbox halt natürlich von mir. Und wir interessieren uns für den Strand. Okay, hat es euch Spaß gemacht? Ja, ja. Ja. Seid ihr als Gruppe zusammengewachsen? Ja. Nein, doch. Nein. Also, wir sind also jetzt am Anfang. Mit dem hier. Also was ist euer größter Traum? Also ihr könnt das wieder einsetzen. Mein Traum ist Ingenieur zu werden. Dein Traum? Precious. Bin 12 Jahre alt, mein Traum ist Ingenieurin zu werden oder Architektin, keine Ahnung. Ich heiße Schuckri, bin 11 Jahre alt und ich habe keinen Traum. Stopp, muss ich bin Johanna, bin 15 Jahre alt. Okay, stopp, lauter reden. Und möchte gerne etwas mit Kindern machen oder mit Tieren. Okay. Ich bin 15. 15, ich bin Lara, bin 9 Jahre alt und mein Traum ist Ärztin. Ich bin Tim, ich bin 11 Jahre alt. Mein größter Traum ist, mit BMX-Rad fahren, mein Geld zu verdienen. Also ich bin der Markus, bin 12, auch wenn man es nicht mehr ansieht. Einen speziellen Traum habe ich nicht, aber ich habe schon ein paar Träume. Also ich möchte schon auch was mit Kindern machen oder vielleicht auch Koch oder Künstler werden. Oder vielleicht auch noch ein Kindergartenbetreuer.
Yo, yo! Scheiße, Black Girl, ich hör hier. Ich grüß meine Mutter. Girl, you too pretty for these other guys. We gon' have some fun tonight.